Ich bin sich für La Madeleine. La Madeleine, das ist eine kleine Wirtschaft, hier ein 2 Kilometer über die Birchhai weg. Ich habe hier meine Primärschule gemacht und nicht genug da, ich will auch alle guten Tag um Birch. Die Zeit war die Birchhai für uns, das war ein großer Spielplatz. Ja, wenn man in den Minhardpark kommt, mit der ganzen Familie, was zu rekommandieren ist, da gibt es ganz viel zu sehen. Das geht dann mit Gele Butter. Die Gele Butter, das war ein Tagebaugebiet. Das ist heute ein Reserve Naturel mit 2 Weihern, wo ganz flott kann spazieren gehen. Und da kommt auch von der Gras selber. Und von der Gras selber, da haben wir die Eisbahn, meine Normalspuren, 1900, die bis auf Peiting fahren. Wir haben meine Eisbahn, da könnt ihr damit fahren durch die Birch, die geht bis auf La Sauvage. Wenn ihr zu La Sauvage seht, da könnt ihr dann in das Minadorf gucken gehen, ein kleines Tierchen. Das ist übrigens das französischsprachige Dorf, das wir am Land tun. Und auch für das Gesicht. Ich meine, was die Restauration anbelangt, bin ich ein paar Restaurants, ich bin ein paar Kaffee. Ich kriege von allem her und ich sehe von allem her. Ja, da ist 1973 gegangen, du hast mal von der Eisenbahn nach hinten gelöst, du wirst ja hier rundherum an der Birche als Minen entdeckt gehen. Die Minen, die aufgebaut gehen, die müssen forttransportiert gehen. Ich schwätze noch von 1900, aber ja, was haben wir für Möglichkeiten, für so schwer Material fortzutransportieren? Das war nicht mehr die Eisenbahn, das ist nicht mehr über die Eisenbahn gegangen. Bis 1964 du war ein Erdrutsch nicht weit aus der Peitinger Gare raus. Nur dem Erdrutsch ist nicht mehr eingelaufen. Die Eisenbahn hat auch kein Material gestohlen, das hat die Welt nicht mehr interessiert. Für die Schienen aufzurappen, das wird zu teuer gehen, das ist einfach alles Buch leer geblieben. Dann 1970 wurde ich einen Club kreiert, als Hobby-Eisenbahner und als Modelleisenbahner. Und die haben dafür gesorgt, dass ich im Leben an den Dall komme. Aus dem Verein raus wurde ich in einen anderen Verein gegründet, das ist Mini-Eisenbahn. Mini-Eisenbahn, die exploitieren groben Lokomotiven, grobe Gefährer. Hier am Minerpark von der Gras geht es 10 Uhr in den 1. Mai, die dauert bis letzte Weekend im September. Ganz schön durch die Evenemente hier, also sondern als ein Lasshai. Es sind auch Sachen, die mich rausstreichen, wie zum Beispiel Kids Day. Kids Day, das ist abgebaut für Familien mit Kanada. Die hat den Blues Express. Der Blues Express, wenn das vierte Mal spielt, das ist super hier. Da sind mehr Gruppen, die Musik machen, das geht die ganze Nacht durch. Die letzte Weekend im September, da haben wir den Steampunk, los ich da ganz einfach zurücksetzen an die Tür 1900.